Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute im Unboxing das 8849 Tank 3 Pro Outdoor Smartphone. Wir haben hier wirklich ein sehr, sehr schweres Outdoor Smartphone. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hier in der Verpackung, das Smartphone selbst wiegt fast 700 Gramm. Und was man aber auch dazu sagen muss, es ist ein High-End-Outdoor-Smartphone. Also wir haben hier nicht nur viel an Ausstattung, sondern auch wirklich extrem viel Hardware, die wir hier geboten bekommen. Dazu aber gleich in den Einzelheiten. Preislich liegt dieses Outdoor-Smartphone bei ca. 700 Euro. Also auch das ist natürlich High-End-mäßig angesiedelt. Aber in Anbetracht der Ausstattung passt das soweit. Wir werden das Gerät jetzt einmal auspacken und dann auch testen. Von daher bleibt dran. Legen wir los und packen das Smartphone einmal hier aus der Verpackung aus. Von daher, es ist noch vollständig versiegelt. Ich mache jetzt hier hinten einfach mal mit dem Messer rein. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, 8849 ist eine Marke von Uniherz. Das ist also der Hersteller, der hier hinter diesem Smartphone eigentlich steht. So kommt es also bei euch an in dieser Verpackung. So sieht es also aus. Wirklich richtig brachial und groß. Also ihr seht schon selbst, richtig, richtig große Verpackung und auch richtig schwer. Jetzt machen wir mal hier die Versiegelung auf. So. Und dann bin ich mal gespannt, was sich hier eigentlich für ein großes Smartphone in dieser Verpackung verbirgt. Und jetzt sehen wir das Tank 3 Pro. Wow, 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 wow. Das ist doch mal echt ein richtiger Brocken. Ich kann euch aber auch sagen, warum ist das Smartphone so dick? Ja, ganz klar, wir haben hier einen 23.800 mAh großen Akku verbaut. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, dass man da eben auch so ein großes Smartphone am Ende als Ergebnis rausbekommt. Aber gerade jetzt, wenn ihr auch so große Powerbanks kauft, dürfte euch das bekannt sein. Die sind natürlich auch nicht unbedingt schmal. Was haben wir dann weiterhin hier? Ich sehe schon, das ist, ja, finde ich gut. Wir haben hier eine Schutzfolie, die gleich mitgeliefert wird. Die schauen wir uns auch mal an. Das ist sogar eine Panzerglas-Schutzfolie. Also das ist auch schon mal positiv, könnt ihr draufziehen. Das dürfte zwar auch Gorilla-Glas sein, was hier drauf ist, aber trotzdem, so eine Folie ist immer gut. Zieht einfach die Spannung vom Display, wenn das Gerät mal runterfallen sollte, aber das sollte es auch aushalten. Hier haben wir dann unseren Quick Start und User Guide. Dann haben wir hier ein großes Ladegerät. Ihr seht schon selbst, 120 Watt Power. Also das ist wirklich gut, auch ein großes Netzteil. Und hier dann USB-C-Anschluss, was da rauskommt. Und dann haben wir eben hier auch noch USB-C-Ladekabel. Also ihr könnt den großen Akku, das ist natürlich auch ganz wichtig, 23.800 mAh will man schnell laden, könnt ihr also hier mit dem 120 Watt Netzteil voll und schnell auch dementsprechend aufladen. Soviel also nun zum vollständigen Lieferumfang vom Tank 3 Pro. Das ist also auch alles, was dabei ist, aber das ist natürlich auch immer der Standard. Aber hier mit dieser Schutzfolie, das finde ich gut, dass das eben auch dabei ist, denn so braucht ihr euch bei dem Kauf des Smartphones nicht gleich direkt darüber Gedanken zu machen, welche Schutzfolie ihr denn nehmt, denn eine ist schon dabei. Und jetzt schauen wir mal auf das Tank 3 Pro. Was haben wir hier überhaupt für ein großes Smartphone? Ich nehme es jetzt mal hier aus dieser Folie heraus und dann seht ihr es auch mal live, so wie es aussieht. Alles weggepackt. So sieht also das Tank 3 Pro aus. Was ein großer Klopper, wenn man das mal so sagen kann, aber wirklich positiv ausgedrückt, denn es ist an sich schon ein extrem auffälliges Smartphone. Und was auch einen richtig guten Eindruck macht, hier, wir haben direkt gleich hochwertige Materialien hier hinten, also direkt eine Metallrückseite, hier dann so ein Kunststoffgummi, sage ich jetzt mal, fühlt sich auf jeden Fall haptisch sehr gut an, das ist so leicht geriffelt, wie man das teilweise auch aus Autos kennt, von so Armaturen, und hier unten dann eben wieder glatt, Kunststoff ebenfalls gummiert.
Und hier haben wir auch eine Lasche. Gut, schauen wir uns gleich mal genauer an. Ich gebe euch erstmal die Abmessungen von dem Gerät durch, damit ihr einen Eindruck habt, wie groß das überhaupt ist. Es ist in der Höhe 179 mm und dann in der Breite ist es hier 86 mm und an der tiefsten Stelle, also wie breit ist es denn? Es ist fast 3 cm dick, 29,8 mm um genau zu sein. Von daher wirklich ein sehr, sehr breites Smartphone und das eben bei einem Gewicht von 697 Gramm. Also definitiv nicht ohne. Das mal so einfach in die Hosentasche stecken ist etwas schwierig, aber gerade jetzt für Leute, die eben viel Outdoor-Trips machen, die eben vielleicht auch mal 5 Tage oder eine Woche oder sogar länger das Smartphone nicht aufladen können, für die ist das natürlich perfekt, denn der Akku hält sehr, sehr lange. Der wird auf jeden Fall eine Woche durchhalten, wenn man das jetzt normal nutzt, sage ich jetzt mal. Von daher braucht ihr euch da keine Gedanken machen. Und dafür ist eben so ein Smartphone auch extrem gut geeignet. Hier machen wir nun einen Rundgang um dieses Gerät und schauen uns erstmal die linke Seite an. Wir haben natürlich dann direkt hier oben unseren Schacht für unsere SIM-Karten oder eben auch eine Micro-SD-Karte, denn wir haben hier einen Dreier-Slot. Zweimal Nano-SIM-Karten könnt ihr hier reintun, also Dual-SIM-fähig und eben auch eine SD-Karte. Ihr könnt den internen Speicher von ohnehin schon 512 GB nochmal mit einer SD-Karte ganz einfach erweitern. Also ihr seht schon selbst auch 512 GB, das ist high-endmäßig angesiedelt. Finde ich gut, wird aber auch dem Preis von ca. 700 Euro definitiv gerecht. Dann habt ihr hier eine laute Leise-Wippe, ganz einfach, auch die ist gut integriert, schön aus Metall würde ich sagen, zumindest fühlt sich so an, könnte aber auch Kunststoff sein, was eben so ein metallisches Feeling vermittelt. Dann haben wir hier den roten Button, um hier hinten unsere Taschenlampe zu starten. Also auch die ist wieder sehr, sehr groß dimensioniert. Diese Taschenlampen von den 8849 Smartphones sind richtig gut, denn die können einen ganzen Raum, selbst wenn ihr wirklich mal outdoor-mäßig im Wald unterwegs seid, habt ihr damit richtig gutes Licht. Also es ist richtig, richtig hell. Und dann habt ihr hier drunter auch eine programmierbare Taste, um eben dort eine App hinzulegen. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was ist das hier oben, dieses Rädchen? Hier ist tatsächlich noch so ein Rädchen und ich kann es euch noch nicht abschließend sagen, aber ich gehe davon aus, wir haben nämlich hier oben auf der Oberseite einen Beamer, einen Projektor, um zum Beispiel auch mal bei einem Outdoor-Trip etwas gegen die Zeltwand strahlen zu lassen, zum Beispiel. Nein, aber theoretisch könnt ihr hier diesen Beamer natürlich benutzen, um damit was gegen eine Wand zu projizieren. Und ich könnte mir vorstellen, hier kann man diesen Beamer dann scharf stellen, denn der ist für einen Abstand zur Wand von 50 cm bis 3 Meter geeignet und da kann man dann eben sicherlich fokussieren. Auf der Unterseite haben wir dann hier die Abdeckung. Dort drunter verbirgt sich dann ein 3,5 mm Klinkenstecker und eben auch der USB Typ C Aufladeanschluss. Das können wir wieder abdecken. Ihr seht schon selbst, das ist alles geschützt, denn das Smartphone ist natürlich auch IP68 wassergeschützt. Also habt ihr da auch einen hohen Schutzstandard. Ihr könnt das natürlich auch fallen lassen. Militärstandard ist ja auch mit dabei. Also es ist auf jeden Fall gut zertifiziert. Auf der rechten Seite haben wir dann den Ein- und Ausschalter, Power-Button hier. Das könnte entweder ein Lautsprecher sein, das müsste auch der Lautsprecher sein, nee, der dürfte hier unten sitzen, der Lautsprecher, aber hier an der Seite könnte ja vielleicht auch noch ein Lautsprecher sein oder wie so eine Art Kühlung, könnte möglicherweise auch der Fall sein, denn wir haben natürlich hier einen Beamer, hier oben haben wir ebenfalls auf der Oberseite diese Kühlgitter und es könnte möglich sein, gerade jetzt der große Akku und eben auch dann der Beamer, das muss auch ein bisschen gekühlt werden und wir haben dann eben hier tatsächlich so eine Kühlung. Wie das natürlich funktioniert mit wasserdicht, weiß ich nicht ganz, aber auf jeden Fall scheint es zu funktionieren. Dann haben wir hier so Infrarot, einen Infrarotsender und eben hier unseren Beamer, der auflöst mit 854 mal 480 Pixeln. Und nun schauen wir mal auf die Rückseite und da seht ihr schon die ganzen Kameras, die wir hier haben. Es ist für alle Fälle im Prinzip eine Kamera verbaut.
Wir haben im Übrigen die Hauptkamera eine 200-Megapixel-Kamera. Das ist natürlich sehr gut und ist eine Samsung-Kamera. Auch da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie die Bilder sein werden, denn High-End im preislichen Bereich, da müsste auch die Kamera recht gut sein. Auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall erwarten. Dann haben wir weiterhin auch noch eine 64-Megapixel-Nachtsichtkamera, eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera und auch eine 8-Megapixel-Telefotokamera. Welche jetzt welche ist, kann ich nicht sagen. Ich schätze aber mal, hier oben ist die 200-Megapixel-Kamera. Und dann haben wir hier hinten unser Campinglicht, was im Prinzip auch eine Leuchtstärke von 1200 Lumen hat. Das ist wirklich richtig, richtig viel. Hier das Logo 8849. Wirklich eine schöne, hochwertige Rückseite. Alles verschraubt hier, also auch richtig dicht. Hier unten unseren Lautsprecher und dann haben wir hier noch so einen Bügel, wo wir eben auch theoretisch so ein Band durchziehen können und das Smartphone an einem Band hängen können. Dann kurz das Display auf der Front. Wir haben hier ein großes 6,79 Zoll IPS Display. Von der Auflösung sprechen wir hier von 2460 x 1080 Pixel. Das Ganze bei einer Pixeldichte von 396 Pixel per Inch. Also auch hier, ich mache mal kurz einen Klopftest. Das klingt hart, das müsste Gorilla Glas sein, beziehungsweise zumindest ein gehärtetes Glas, was eben auch kratz- und stoßfest ist, aber definitiv die Panzerfolie drauf machen, dann habt ihr einfach mehr Sicherheit. Und auch hier vorne im Display, hier oben drin, ist nochmal eine 50-Megapixel-Frontkamera. So viel also jetzt zum Rundgang von diesem Gerät. Es macht einen wirklich sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Hier kann man auch nicht sagen, ich würde sogar sagen, mit diesem Smartphone könnt ihr auch mal einen Nagel in die Wand hauen. Also da passiert überhaupt nichts. Das ist richtig, richtig robust. Das kann man nicht kaputt kriegen. Also einzig, wie man es kaputt kriegen kann, ist eben, wenn man es aufs Display hämmert, dass das Display dann bricht. Aber so hier von den äußeren Materialien macht das einen richtig guten Eindruck. Also hier kann man nichts verbiegen, nichts. Also wirklich ein sehr, sehr sicheres Smartphone, was aber auch extrem schwer ist mit 700 Gramm. So, jetzt aber genug über das Äußere vom Smartphone geredet. Jetzt wollen wir es mal starten. Von daher halten wir hier den An- und Ausschalter mal gedrückt. Und in der Zeit, wo das Smartphone jetzt hochfährt, gebe ich euch kurz die technischen Daten nochmal durch. Wir haben hier nämlich prozessorseitig einen MediaTek Dimensity 8200 Octa-Core Prozessor verbaut. Das ist ein Oberklassenprozessor im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt, von daher auch wirklich sehr, sehr energiesparend. Und ein Kern taktet hier mit 3,1 GHz im maximalen Bereich, dann drei Kerne 3,0 GHz und die restlichen vier Kerne mit 2,0 GHz. Weiterhin haben wir hier arbeitsspeichermäßig 16 GB an Arbeitsspeicher verbaut, das eben mit dem 512 internen Speicher, gute Kombination, und Android 13 läuft hier drauf, also da habt ihr auch wirklich ein aktuelles Betriebssystem. Updates wird es hier sicherlich auch geben, von daher muss man sich da keine Gedanken machen. Also, ihr seht schon selbst, allgemein auch hier Wi-Fi 6 ist mit an Bord, wir haben natürlich auch 5G, es werden fast alle Frequenzbänder auch unterstützt. Also ihr habt wirklich ausstattungsmäßig hier ein Oberklasse-Smartphone, wo ihr euch bei diesen Outdoor-Smartphones, wo man meistens immer denkt, die Qualität außen ist gut, aber die Hardware ist schlecht. Das trifft auf dieses Smartphone hier definitiv nicht zu. Von daher, ja, sind wir jetzt mal gespannt. Ich richte das Smartphone jetzt mal ein und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Das Smartphone ist jetzt soweit eingerichtet. Wir befinden uns hier auf dem Startbildschirm. So sieht es also aus. Wenn wir die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen, habt ihr dann eben hier die Einstellungsmöglichkeiten, dass ihr auch zum Beispiel die Helligkeit mal ganz nach oben stellen könnt. Machen wir das mal. So sieht es also aus. Jetzt habe ich gerade wieder ausgeschalten, weil ich auf die Taste gekommen bin. Also auch von den Blickwinkeln her, hier ist das recht gut. Ihr habt halt hier noch so eine leichte Kante und darunter befindet sich dann eben das Display, sodass ihr eben hier nicht komplett neigen könnt und immer noch was erkennen könnt, aber so ist das trotzdem sehr, sehr schön. Auch hier von der Helligkeit her sehr gut, wenn wir es ganz runterschrauben, gut, da sehen wir kaum noch was, aber wenn ihr so etwas über der Mitte von der Helligkeit seid, reicht das für den alltäglichen Gebrauch vollkommen aus. Das ist also auch recht hell. Es ist jetzt nicht super hell, das Display, aber es ist trotzdem hell genug für alle Anwendungen. Das also für euch zur Info. Dann könnt ihr nach oben wischen, dann kommt ihr in den App-Drawer rein, seht dann alle Apps
Und ansonsten können wir auch mal hier in die Einstellungen gehen. Auch hier ist alles auf Deutsch, also das ist schon gut gemacht, dass eben auch das Betriebssystem vollständig auf Deutsch ist. Da müsst ihr also keine Gedanken haben, dass wenn ihr ein Uniherz 8849 Smartphone Tank 3 Pro kauft, dass hier irgendwas auf Englisch ist. Also das ist mir zumindest bisher noch nicht aufgefallen, alles auf Deutsch gewesen, jetzt nichts weiter auf Englisch. Jetzt bin ich auch mal hier direkt im Browser, um euch einfach auch mal die Geschwindigkeit von dem Smartphone zu zeigen, wenn ihr so das Smartphone im täglichen Gebrauch nutzt. Hier habt ihr einfach mal zum Beispiel das Datenblatt von dem Smartphone auf der Seite, wo ich mich befinde. Jetzt klicke ich mal hier drauf, dann werden wir weitergeleitet auf AliExpress und dann gehen wir einfach mal hier auf irgendwelche Smartphones mit 5G und ihr seht schon selbst, das lädt alles richtig, richtig schnell. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. Das ist auch ein Tank Mini Smartphone, aber ihr seht selbst allgemein diese Ladezeiten, die sprechen, denke ich mal, für sich. Jetzt wird ein Pop-up blockiert. Gut, das funktioniert. Ihr seht schon selbst, also es klappt sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Von daher im alltäglichen Gebrauch ist so ein Smartphone hier richtig gut. Gerade jetzt unter der Outdoor-Kategorie, da findet ihr wahrscheinlich selten ein schnelleres Smartphone als jetzt das Tank Pro. Für euch vielleicht auch gleich mal ein kleiner Geschwindigkeitstest. Nehmt mal euer Smartphone und ladet das Spiel Subway Surfer runter. Ich werde es jetzt mal hier starten. Das wird ja auch parallel machen. Dann seht ihr einfach mal, wie schnell auch euer Smartphone aktuell gegen dieses hier ist. Deswegen, ich klicke jetzt auf Subway Surfer und da seht ihr mal anhand der Ladezeit, wie schnell das eigentlich geht. Und ihr seht schon selbst, schwupp, das Spiel ist geladen, es kann gespielt werden. Ich mache mal die Lautstärke etwas leiser. Und ja, das ist natürlich jetzt kein intensives Spiel, was jetzt irgendwie den Prozessor oder die Grafikeinheit an die Belastungsgrenze bringt. Aber das sollte auch nur mal für euch jetzt so als Ladezeiten-Check dienen. Könnt ihr gerne mal nachmachen und dann seht ihr schon selbst, wie schnell eben euer Smartphone im Vergleich zu diesen hier ist. Also es hat wirklich Leistung satt. Der Dimensity 8200 in Verbindung mit den 16 GB an Arbeitsspeichern sind hier auf diesem Tank 3 Pro wirklich sehr, sehr gut eingesetzt. Ich habe hier auf dem Smartphone auch mal den Geekbench 6 durchlaufen lassen, dass ihr mal einen Anhaltspunkt habt, wie leistungsstark der Dimensity 8200 Octa-Core CPU eigentlich ist. Und wir haben jetzt hier die Werte erreicht im Single-Core von 1253 Punkten und im Multicore von 4031 Punkten. Ihr seht also selbst, das sind wirklich gute Werte. Also das Smartphone ist leistungsstark, der CPU ist richtig gut, denn im Prinzip spielt er so in einer Liga von Snapdragon 8 Generation 1 bzw. Generation 2. Generation 2 gut, ist noch ein bisschen schneller. Da kommt er noch nicht ganz hin, aber zumindest so in der Generation 1. Von daher auch wirklich, es ist ein Oberklasse-Prozessor, der eben auch hier in diesem Gerät gerade für Energieersparnis sorgt, aber eben trotzdem sehr, sehr leistungsstark ist, sodass ihr da eben auch Spiele spielen könnt und so weiter und das eben alles auf einem Outdoor-Smartphone. Das also mal hier für euch als Information. Schauen wir uns jetzt auch nochmal die Kamera von diesem Smartphone an. Deswegen 200 Megapixel Samsung-Kamera, da kann man ein bisschen was erwarten. Ich lege jetzt hier einfach mal als erstes ja, Fotografierobjekt den Objektivdeckel hin und sage Schnappschuss Foto. Und ich kann euch jetzt schon sagen, hier, das sieht schon mal richtig gut aus. Also es ist scharf, es ist detailliert, so wie man sich das eben auch vorstellen kann von so einem teuren Smartphone. Ich mache jetzt hier noch mal kurz ein Bild von der Pflanze, die vor mir steht. Und da seht ihr auch, das sieht jetzt eben so aus. Auch hier, das ist scharf und detailliert. Die Farben sehen vor allem sehr realistisch fotografiert. Also es ist nicht übersättigt, nicht übertrieben, so wie es eben auch sein soll. Und trotzdem habt ihr eben hier bei guten Lichtverhältnissen tatsächlich ja, sehr schöne Farben und könnt eben auch hier gute Bilder schießen. Also es ist nicht verrauscht, es ist detailliert. Hier hinten habt ihr jetzt aber auch diesen Bokeh-Effekt. Es ist auch teilweise verschwommen, so wie es eben sein soll. Also wirklich eine gute Kamera bei Tageslicht, bei dunklen Verhältnissen kann ich sie jetzt nicht testen, aber ihr habt eben hier auch einen Nachtmodus, sodass ihr dadurch natürlich weniger Rauschen auf dem Bild haben solltet und dadurch auch dunklere Bilder
bekommen müsstet. Was mir jetzt bisher gefehlt hat, war tatsächlich der Nachtsichtmodus. Ihr habt auch hier einen Infrarotmodus, wo alles dann schwarz-weiß ist. Also auch das ist möglich. Aber der Nachtsichtmodus, den habe ich hier noch nicht gefunden. Ich dachte eigentlich, dass wir hier eine Nachtsichtkamera haben. Aber anscheinend ist das doch nicht der Fall. Von daher entschuldigt, falls ich da eine falsche Angabe gemacht habe. Ihr habt einen Nachtfotomodus, ja, das kennt man, aber Nachtsichtkamera ist jetzt hier nicht dabei. Die Bilder am Tageslicht machen aber einen guten Eindruck jetzt in diesem Vorabtest. Also gefällt mir gut, dürfte auch diesen 700 Euro gerecht werden, beziehungsweise kann man diese Kamera vergleichen mit Smartphones, die so bei 400 bis 500 Euro liegen. Hier im Outdoor-Smartphone-Bereich ist das aber schon wirklich eine Kamera, die ganz, ganz weit oben angesiedelt ist, weil sowas sieht man selten. Meistens hat man da tatsächlich eher so ja, nicht schärfere und nicht so detaillierte Bilder. Nun für euch auch nochmal ein Test vom Lautsprecher. Wie klingt der hier beim Tank 3 Pro? Deswegen habe ich jetzt hier mal No Copyright Sounds aufgerufen und spiele euch hier mal ein bisschen Musik ab, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie klingt das Smartphone eigentlich. Der Lautsprecher ist im Übrigen hier unten. Das also kurz für euch zur Information. Es klingt laut. Es hätte jetzt noch ein Ticken bassiger sein können, aber es ist laut. Es ist jetzt nicht irgendwie blechern oder so. Es ist ein angenehmer Sound. Es hätte trotzdem, wie gesagt, noch ein bisschen dumpfer sein können. Ich bin mir auch sicher, das wäre möglich gewesen, denn gerade bei so großen, dickeren Smartphones hat man eigentlich immer einen guten Resonanzkörper, um da auch entsprechend Sound rauszuholen. Aber gut, das klingt auf jeden Fall in der Hinsicht hier nicht schlecht. Nun zeige ich euch auch nochmal die Taschenlampe hier hinten. Ihr habt zum einen hier oben so eine kleine Taschenlampe, die ihr übers Menü aufrufen könnt, also einfach über die Benachrichtigungsleiste, und dann hier hinten natürlich die große. Deswegen drücke ich jetzt mal die rote Taste an der Seite und jetzt ist die an und es ist wirklich auch richtig hell. Also ihr könnt damit einen ganzen Raum beleuchten, gar kein Thema. Dann könnt ihr nochmal draufklicken, um die zu dimmen, und dann nochmal, dann habt ihr diese SOS-Funktion und dann eben wieder volle Leistung. Also die ist richtig, richtig hell. Super Taschenlampe, ihr braucht da also kein anderes Campinglicht. So, und nun schauen wir uns auch nochmal den Beamer von diesem Smartphone an, denn das ist natürlich auch wirklich ein Highlight. Deswegen starte ich den Beamer jetzt auch hier direkt mal einfach über diesen Button auf dem Startbildschirm, richte ihn jetzt hier auf die Wand aus. Ihr seht schon hier oben, der ist auch tatsächlich an. Jetzt auf die Wand ausrichten, dann einfach das Display entsperren und schon habt ihr dann eben euer Bild hier auf der Wand. Ich stelle mal speziell auf die Wand scharf und da seht ihr auch, der Beamer, der ist wirklich scharf, der ist hell genug. Ich habe den Raum jetzt hier nicht noch besonders abgedunkelt, sondern einfach ein bisschen das Rollo zugezogen. Das reicht und das ist eben auch vollkommen ausreichend. Jetzt ungefähr 1 Meter Distanz zur Wand. Jetzt ziehe ich das Ganze etwas größer, gehe einfach mit dem Smartphone mal hinter die Kamera und dann sieht es eben auch schon so aus. Ihr seht also selbst, es ist alles noch scharf. Ich kann auch hier, wie ich vorhin meinte, an diesen Regler mal drehen. Jetzt wird es unscharf und dann kann ich es hier eben auch wieder scharf stellen. Jetzt gehe ich weiter hinter und stelle das Ganze dann einfach wieder hier scharf. Und ihr seht schon selbst, es funktioniert. Jetzt gehe ich einfach mal hier in YouTube, öffne mal meinen Kanal und kann das Ganze eben hier auch dran projizieren. Natürlich auch dieses Video dann starten. Das ist alles möglich. Das Ganze wird sogar auch korrigiert, wenn hier irgendeine Verzerrung erkannt wird vom Smartphone. Also wirklich sehr, sehr gut. Also es funktioniert richtig gut. Und ihr habt dann hier oben bei dem Smartphone, was ich schon meinte, diese Lüftungsschlitze. Das sind tatsächlich Lüfter für den Beamer. Die gehen an, wenn der Beamer eben an ist, wird dann auch der Lüfter gestartet. Das zieht natürlich auch ein bisschen Akku, aber dennoch, trotzdem, ich habe gerade mal in der ganzen Zeit hier 1% Akku verbraucht. Also auch das zeigt natürlich, das ist richtig gut. Dann können wir den Beamer auch einfach wieder beenden und schon ist
die Sache schon erledigt. Das war's, also so funktioniert der Beamer. Ihr könnt auch in den Einstellungen im Übrigen die Helligkeit runterschrauben und eben auch erhöhen. Das war eben maximale Helligkeit, das entspricht dann 100 Lumen, aber das reicht vollkommen aus in so Räumen, die ja ein bisschen abgedunkelt sind. Auch in Räumen, die nicht abgedunkelt sind, seht ihr trotzdem noch was an der Wand. Also der Beamer funktioniert richtig gut. Abschließend nun das Fazit vom Uniherz 884 Tank 3 Pro. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ein extrem gut verarbeitetes und vor allem auch mit einer sehr guten Hardware ausgestattetes Outdoor-Smartphone. Wer hier nicht vor dieser Größe und vor allem nicht vor diesem Gewicht zurückschreckt, der bekommt hier auch definitiv ein sehr, sehr gutes Smartphone geboten. Es hat ein sehr gutes Display, es hat eine schöne Kamera, das gefällt mir gut. Der Akku ist extrem groß dimensioniert, also das passt einfach. Ihr habt damit also auch lange Freude bei Campingausflügen, wenn ihr eben mal kein Netzteil dabei haben könnt. Und ebenfalls auch hier die Campingleuchte, der Projektor hier oben drauf, das ist nochmal so ein nettes Gimmick, was man auf jeden Fall haben kann. Vielleicht nicht muss, aber trotzdem ganz schön. Ihr habt wirklich eine satte Ausstattung. Das Ganze für 700 Euro, ja, das ist eine Menge Geld. Man muss eben wissen, nutze ich dieses Outdoor-Smartphone mehr als ein anderes Smartphone, beziehungsweise habe ich nur dieses Smartphone, dann kann man natürlich auch diese 700 Euro ausgeben. Nur für Outdoor-Trips wäre mir das ein bisschen zu viel Geld, um ehrlich zu sein. Aber das muss eben jeder selbst für sich entscheiden. Dennoch, trotzdem diese 700 Euro in Anbetracht der Hardware, wird das dem Smartphone definitiv gerecht. Denn es funktioniert richtig gut. Es ist hochwertig verarbeitet. Mir gefällt es persönlich richtig gut. Ist eines der besten Outdoor-Smartphones, was ich bisher in den Händen halten durfte. Von daher, das soll es auch an dieser Stelle von diesem Test gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch weiter dabei seid, den Kanal abonniert und ansonsten bis zum nächsten Video.